In diesem Video werde ich Kirby noch einmal neu installieren, dieses Mal die PlainKit-Version. Ich werde auch die Versionierungssoftware Git aktivieren, damit ich einerseits mich selber schütze vor Fehlern, die mir unterlaufen könnten, und damit ich jederzeit zu einem früheren Zustand meines Projektes zurückkehren kann. Andererseits, um das Projekt zu publizieren, ich möchte die Software Git, die auf meinem eigenen Rechner läuft, verbinden mit einem sogenannten Repository bei GitHub. Das heißt, ich werde beim Online-Dienst GitHub einen Klon parkieren meines Kirby-Projekts, und das soll dann auch die Schnittstelle bilden zu meinem Server bei Metanet. Ich möchte den Server bei Metanet verbinden mit diesem Klon bei GitHub, so dass immer, wenn ich von meinem lokalen Rechner aus eine neue Version der Webseite publiziere, dass die zuerst zu GitHub geht und dann dort automatisch vom Metanet-Server heruntergeladen wird. Jetzt brauche ich zuerst ein neues Kirby. Dazu gehe ich hier in diesen Guide, Get Up and Running, Download and Installation, und da lade ich das PlainKit, entpacke das in meinem Downloads-Ordner. Das ZIP kann ich wegschmeißen und den Ordner ziehe ich mal auf den Schreibtisch und öffne das in meinem Texteditor. Okay. Jetzt könnte ich vielleicht, bevor ich das tue, diesen Ordner noch umbenennen. Was ich tun möchte, ist eine Speisekarte herstellen. Ich nenne es mal Speisekarte. Und dann ziehe ich den Ordner in Visual Studio Code. Okay. Jetzt könnte ich versuchen, den Go-Live-Button zu klicken, den virtuellen Server von Visual Studio Code zu benutzen, aber das, ich weiß nicht, ob das geht mit Kirby, und darum nehme ich lieber das Terminal, wechsle aufs Desktop und dort in den Ordner Speisekarte, und dann mache ich das wie im Kirby-Video erklärt, php-s localhost Doppelpunkt 4000, und dann muss ich hier noch diese Router-Datei angeben. Dann sollte das laufen. Okay, und wenn ich jetzt diese Adresse in meinem Browser öffne, dann habe ich etwas. Da steht Home, und das entspricht, wenn ich hier diesen Ordner, diese Ordnerstruktur von Kirby anschaue in meinem Texteditor. Unter Content, da gibt es eine Seite, also einen Ordner namens Home, und darin eine Textdatei, und jetzt könnte ich da vielleicht eine Speisekarte als Titel schreiben und das abspeichern und neu laden. Okay, das funktioniert soweit, und an dieser Stelle, ich habe mich vorbereitet, indem ich die Kirby-Videos in der Playlist Kirby Basics angeschaut habe. Nicht alle, aber eine Reihe von Videos. Und ich würde dir empfehlen, diese auch anzuschauen, wenn du mit Kirby etwas basteln willst. Also es gibt eine Installationsanleitung, und dann wird erklärt, wie das ganze Ding strukturiert ist und wo dass du Änderungen machen musst, damit du
aus diesen vorgefertigten Elementen eine Website bauen kannst, so wie du es dir vorstellst. Es ist nicht besonders schwierig, hier den Einstieg zu finden. Es ist alles sehr gut erklärt, aber ich werde das hier in diesem Video nicht wiederholen und ich werde wahrscheinlich auch eine Reihe von Fehlern machen, weil so gut kenne ich dieses CMS auch wieder nicht. Ich arbeite normalerweise mit Craft und Kirby nur so zwischendurch. Jetzt, okay, jetzt, ich habe immerhin diesen Titel geändert und ich sehe hier in meiner lokalen Version der Webseite, dass das auch funktioniert hat. Und jetzt, bevor ich sonst irgendwelche Schritte unternehme, werde ich versuchen, Git zu aktivieren. Und dazu wechsle ich wieder ins Terminal. Jetzt läuft hier bereits dieser virtuelle Server, darum öffne ich ein zweites Terminalfenster und wechsle dort aufs Desktop und dann in die Speisekarte. Es gibt hier schon einige Dateien und ich habe bereits etwas im Content-Ordner geändert und jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um die Versionierung anzuschalten, bevor ich zu viel ändere. Dazu schreibe ich git init und dann heißt es hier leeres git repository in und dann der Pfad initialisiert. Also es wurde hier in Speisekarte ein leerer Ordner namens .git, nicht ein leerer Ordner, ein versteckter Ordner wurde hergestellt und dieser Ordner, der wird jetzt sogenannte Snapshots enthalten, immer wenn ich eine Version speichere. Und die Software Git behält den Überblick darüber, wann ich was gemacht habe. Und ich kann mir auch anzeigen lassen, wie viele verschiedene Versionen über Zeit es von meinem Projekt gibt. Und ich kann zu bestimmten, also wenn ich das wünsche, kann ich zurückgehen und schauen, wie war es letzte Woche. Es ist auch möglich, dass ich einen Klon dieses Projektes, also eine Kopie dieses Projektes, einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin gebe und dass sie dann eigene Versionen herstellt und dass wir diese Versionen, meine und die meiner Mitarbeiterinnen, dass wir die später wieder zusammenführen. Also diese Software Git dient auch dazu, zusammen an einem Projekt zu arbeiten und verhindert, dass es zu Konflikten kommt, weil vielleicht verschiedene Leute die gleichen Dateien editieren. Okay, bis jetzt ist hier nicht viel passiert. Es gibt für Git Software, die ein Graphical User Interface hat und die es ein bisschen erleichtert, damit zu arbeiten, wenn man noch keine Erfahrung damit hat. Aber ich kenne mich da nicht so aus. Ich brauche das immer im Terminal und alle Git-Kommandos beginnen mit Git und dann schreibt man, was man gerne möchte. Ich möchte zum Beispiel den Status abfragen, Git Status. Und dann heißt es hier, ich bin auf Branch Master. Es gibt noch keine Commits, es gibt unversionierte Dateien und so weiter. Also hier vielleicht wichtig zu wissen, ein Branch, ein Zweig, das ist das ist quasi der Projektverlauf durch die Zeit. Das entwickelt sich zu einem Zweig. Immer wenn ich das Projekt neu abspeichere, bei Git sage ich Commit, also immer wenn ich eine Version erstelle, dann wächst mein Projekt, dann wächst der Zweig, der durch die Zeit hindurchführt. Der Zweig besteht aus sogenannten Snapshots, aus Versionen meines Projekts. Und es ist möglich, verschiedene Zweige parallel zueinander zu haben. Und ich bin jetzt auf dem Hauptzweig, der heißt Master. Und Fun Fact oder nicht so Fun Fact, der Begriff Master, der in der Informatik recht weit verbreitet ist,
ist im Verlauf der letzten Jahre in Verruf geraten, auch beeinflusst durch die Black Lives Matter Bewegung, also Master. Und es gibt auch den Begriff Slave in der Informatik. Das sind negativ besetzte Begriffe. Und es hat sich etabliert, dass diese Branches, die Hauptzweige, nicht mehr Master, sondern Main heißen. Und das sollte ich jetzt eigentlich tun, aber ich werde es tun, wenn das Video zu Ende ist. Ich muss hier den Ball flach halten. Also, Branch ist ein Zweig, der aus verschiedenen Knoten besteht und jeder Knoten ist ein Zustand meines Projekts, den ich zu einem bestimmten Zeitpunkt so gespeichert habe. Diese Speicherung heißt Commit. Und jetzt habe ich hier unversionierte Dateien und ich muss einen ersten Commit machen. Dazu muss ich sagen, welche dieser Dateien ich committen möchte. Und ich möchte alle committen. Dazu schreibe ich git add und der Punkt heißt alles. Und wenn ich jetzt noch einmal git status schreibe, dann sehe ich hier viel grün. Das heißt, alle diese Dateien sind vorbereitet für den Commit. Bei git heißt das Stage. Sie sind auf der Bühne sozusagen. Und dann schreiben git commit. Und dann gibt es hier ein Argument minus m. Das heißt Message, das erlaubt mir, ich muss zu jedem Commit eine Nachricht schreiben und sagen, warum mache ich jetzt eine Version? Was soll das, was ist das Thema dieser Version, dieses Commits? Und wenn ich das so schreibe mit dem minus m, dann kann ich das direkt auf der Kommandozeile tun und ich kann sagen, first commit. Okay. Und wenn ich jetzt git status schreibe, dann heißt es auf Branch Master nichts zu committen, Arbeitsverzeichnis unverändert. Also ich habe nichts Neues, alles ist okay. Wenn ich jetzt eine Datei verändern würde, zum Beispiel könnte ich sagen, dass ich hier einen neuen Ordner generiere und der heißt Assets. Und in diesem Ordner mache ich nochmal einen neuen Ordner und der heißt CSS. Und darin mache ich eine Datei und die heißt style.css. Und dann schreibe ich dort vielleicht eine Regel rein. Irgendwie sowas. Und im Video wird erklärt, wie das geht. Ich habe es natürlich vergessen. Jetzt gibt es hier einen Template-Ordner, nicht in Content, sondern unter Site Templates Default. Und jetzt könnte ich hier um diesen H1-Tag herum etwas mehr HTML drumherum pappen und das ist eigentlich alles irrelevant. Was ich vor allem möchte, ist dieses Style Sheet. Dazu gibt es so einen PHP-Tag. Wie hieß er so etwas? Und ob das stimmt, sehe ich. Das neu lade. Stimmt nicht. Da muss ich kurz nachgucken. Jetzt
Das Fernziel ist, dass ich bei Git einen Commit machen kann, damit ich zeigen kann, was passiert, wenn ich Git aktiviert habe und Dateien ändere und dann wieder auf Git-Status, dann mir den Status anzeigen lasse. Ich werde dann sehen, dass Git die Änderung registriert hat und das kann ich dann neu committen und dann wächst mein Baum. Jetzt bin ich hier schon daran, meine Templates zu editieren. Und was nicht erklärt wird in diesen Grundlagenvideos bei Kirby, das sind diese PHP-Tags. Also wenn du diese Datei anschaust, da heißt es default.php. Das heißt, es ist nicht ein HTML-Dokument, auch wenn HTML drinsteht, sondern es ist ein PHP-Dokument. Und dieses Dokument enthält zwar einerseits HTML, aber auch solche PHP-Tags, die mit Fragezeichen beginnen und aufhören, und steht da PHP. Beziehungsweise hier unten ist ein Gleichzeichen, das ist ein Kürzel, kann ich nachher erklären. Und der Witz dieser PHP-Dateien ist, dass sie eben auf dem Server, bevor sie an den User gehen, zum Browser des Users, werden die vom Server prozessiert und die PHP-Elemente werden interpretiert und umgewandelt oder ausgeführt, könnte man sagen. Und vielfach resultiert das Ausgeführte in einer Zeichenkette und diese PHP-Tags werden dann durch die Zeichenkette ersetzt. Und was ich hier eigentlich möchte, ist, dass dieses ganze Stück hier durch den Link-Tag ersetzt wird, der auf meine CSS-Datei führt. Und jetzt muss ich mal kurz nachschauen, ob ich herausfinde, wie das geht. Und der richtige Ort, um das nachzuschauen, ist dieser Guide bei Kirby. Und vielleicht gibt es hier sogar eine Suche, wenn ich da CSS schreibe. Das sieht gut aus. Und das sieht eigentlich gar nicht so anders aus als das, was ich geschrieben habe. Ich kopiere das mal rüber. Also so wie es aussieht, war dieser Schrägstrich unnötig. Und dieses Gleichzeichen hier, ach so, dieses Gleichzeichen hier ist ein Kürzel für Echo. Und Echo, das ist das Kommando in PHP oder das Statement in PHP, das Text ausgibt, ähnlich wie Print in Python. Oder Console.log in JavaScript. Okay, jetzt speichere ich das mal so ab und gehe zurück in den Browser und lade das neu. Und jetzt habe ich hier serifenlose Schrift. Also das funktioniert, wenn ich mir das den Quelltext angucke, dann sehe ich hier auch diesen Link. Also PHP oder beziehungsweise, es ist ja nicht PHP, dass das macht PHP. Wird zwar ausgeführt, aber diese Funktion CSS, Klammer auf, Klammer zu, mit dem Pfad drin, das ist etwas, was Kirby bereitstellt. Und das mir hier einen Link auf mein Stylesheet liefert. Wenn ich das anklicke, dann komme ich auf mein Stylesheet. Okay, also das geht. Und dann kann ich hier unten, das Ding kann ich löschen und ich kann ja auch statt Echo mich hier an die Schreibweise dieses Kürzel halten mit dem Gleichzeichen. Okay. Gut, jetzt gehe ich zurück in mein Terminal. Mit Clear kann ich hier ein bisschen Platz schaffen. Und jetzt schreibe ich wieder Git Status. Und jetzt heißt es hier auf Branch Master Änderungen, die nicht zum Commit vorgemerkt sind, bla 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 bla, geändert. Site Templates Default. Das ist diese Datei, die ich jetzt gerade bearbeitet habe. Und unversionierte Dateien, Content, Assets, dieser Ordner, diese
dieser Ordner Assets ist nicht versioniert und ich sehe gerade einen Fehler, der sollte eigentlich nicht im Content drin sein. Sondern daneben stehen und es wundert mich, dass das funktioniert hat trotzdem. Okay, jetzt schreibe ich move mv content assets und jetzt habe ich diesen Ordner hier auf die Haupt, in den Hauptordner verschoben, also aus dem Content-Ordner heraus. Jetzt schreibe ich nochmal Git Status. Okay. Und ich schaue nochmal in den Browser, ob es immer noch funktioniert. Okay. Also die Software Git hat registriert, dass ich eine Datei geändert habe und dass ich einen neuen Ordner erstellt habe. Und jetzt sage ich wieder git add Punkt, das heißt alles was neu ist, wird hier gestaged. Und wenn ich jetzt git status schreibe, dann sehe ich hier grün der Ordner Assets mit dem Ordner CSS und style.css, das ist jetzt neu dazugekommen und diese geänderte, das geänderte Template auch. Und dann schreibe ich wieder git commit minus m add style sheet. Antwortet Git irgendetwas und wenn ich jetzt wieder Git Status schreibe, dann heißt wieder nichts zu committen, alles okay. Wenn ich jetzt Git Log schreibe, dann das ist das Logbuch, das ist das Protokoll, das Git führt, dann sehe ich diese zwei Commits. Also jede Version, die ich bisher erstellt habe von meinem Projekt. Es gibt einen Zeitstempel, ich sehe hier diese Mitteilungen, die ich dazu geschrieben habe und jeder dieser Commits kriegt so einen Stempel, heißt auch Hash und das hier Head, das heißt der Head ist der Zustand, der im Moment aktive Zustand des Projektes. Ich könnte zurückgehen in der Zeit. Ich kann das ein bisschen one line, ich kann das etwas konziser zeigen. Diese Kürzel hier, die kann ich kopieren und kann schreiben git checkout. Und mit diesem Kürzel, wenn ich jetzt Enter drücke, dann springt Git zur letzten Version zurück. Und wenn ich jetzt die Website hier neu lade, dann habe ich noch kein Stylesheet. Stylesheet funktioniert nicht mehr. Wenn ich den Quelltext anzeige, dann habe ich nur diesen H1-Tag. Also ich befinde mich in der Vergangenheit und jetzt die Frage, wie komme ich wieder zurück? Genau, wenn ich git checkout master schreibe, dann springe ich wieder zuvorderst hin in meinen Hauptzweig. Also jetzt ist der Held ist wieder hier bei meinem zweiten Commit. Also das ist die Versionierung soweit dazu und jetzt möchte ich dieses Projekt, auch wenn es noch nicht sehr weit fortgeschritten ist, auf GitHub spiegeln. Und dazu melde ich mich bei GitHub an, ich bin schon da, und klicke da oben auf das Plus und sage, ich möchte ein neues Repository. Und ein Repository oder abgekürzt Repo, das ist so ein mit Git versioniertes Projekt. Ich sage New Repository und Git, mache mir da so ein Formular und da kann ich einen Namen wählen, zum Beispiel eben Speisekarte. Ich könnte hier eine
Beschreibung einfügen, das lasse ich bleiben. Es ist public, private, also das heißt, alle können sich das angucken. Wenn es privat wäre, dann würde das sonst niemand sehen. Mein Wecker läutet, das heißt, ich muss meinen Sauerteig wenden, aber ich mache das jetzt noch fertig. Dann könnte ich hier noch einige Dinge tun, ein README, eine README-Datei im Markdown-Format anfügen. Das ist auch so eine Beschreibung des Projekts, das kann ich zu einem späteren Zeitpunkt tun. Eine Git-Ignore-Datei hinzufügen, die gibt es bereits, weil Kirby liefert die mit. Darin steht, welche Dateien ignoriert werden sollen von Git, was nicht versioniert werden soll. Das ist relevant, aber erkläre ich hier nicht speziell. Und dann könnte ich noch eine Lizenzierung wählen und dieses Projekt irgendwie mit einem Lizenztext ergänzen. Mache ich auch nicht. Dann klicke ich auf Create Repository und dann kriege ich hier so Snippets, die ich copy-pasten kann, weil GitHub antizipiert, dass ich bereits ein lokales Repo habe, ein lokales Repository. Ich habe bereits bei mir auf dem Computer ein Projekt, das ich versioniert habe und das möchte ich jetzt hier importieren. Jetzt heißt es hier create a new repository on the command line or push an existing repository from the command line. Das ist das, was ich möchte. Also push bedeutet, ich nehme den Zustand, den ich jetzt habe auf meinem Rechner und stoße den hier auf GitHub. Also brauche ich das hier. Git remote add. Also ich füge meinem Projekt ein entferntes Zuhause zu. Und jetzt kommt das Problem mit Master und Main. Meine Software ist politisch inkorrekt und hat das Master genannt und bei Git haben sie auf Main, bei GitHub haben sie auf Main gewechselt. Bevor ich das jetzt mache, muss ich diesen Branch umbenennen. Git rename branch master to main. Ich schaue nicht mal groß, wohin ich da gelange. Das Problem ist bekannt und es gibt einen Haufen Websites mit Lösungen dafür. Also git branch minus m master main. Und jetzt sehe ich hier auch, ich habe hier meine Kommandozeile so konfiguriert, dass mir immer der Branch-Name angezeigt wird und ich sehe schon, dass das jetzt den richtigen Namen hat. Und dann kann ich hier weitermachen. Okay, GitHub hatte die Lösung hier schon bereit für mich. Und dann git push. Also, Origin ist der Name meines entfernten Zuhauses, des entfernten Zuhauses für mein Repository. Und dorthin stoßen will ich das auf den Zweig Main. Und jetzt passiert hier etwas, wenn es keine Fehlermeldungen gibt, ist es immer so schön beruhigend, wenn es hier so vor sich geht. Und wenn ich das neu lade bei GitHub, dann sehe ich meine Dateien. Ich kann hier auch auf Content klicken zum Beispiel und auf site.txt oder Home, das hatte ich geändert. Und dann sehe ich hier auch diese Zeile, die ich vorhin geändert habe, Speisekarte. Also diese Dateien sind jetzt wirklich hochgeladen bei GitHub. Und jetzt, wenn das läuft, könnte ich versuchen, da muss ich bleiben, könnte ich versuchen, das bei Metanet einzurichten, dass dieser Zustand, den ich hier habe bei GitHub, dass das immer gespiegelt wird auf meiner Website. Aber das mache ich im nächsten Video.